In Deutschland gibt es die Gewaltenteilung, doch was verbirgt sich dahinter eigentlich ganz genau? Ich kläre es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und es ist mal wieder Montag, Zeit für unsere Jura Basics Serie. Und wirklich ganz wichtig im Rahmen des juristischen Wissens, das jedermann haben sollte, ist das Thema Gewaltenteilung in Deutschland. Die Gewaltenteilung bedeutet, dass wir drei Gewalten in Deutschland haben. Erstens die gesetzgebende Gewalt, die sogenannte Legislative. Zweitens die vollziehende Gewalt, die sogenannte Exekutive. Und drittens die rechtsprechende Gewalt, die Judikative. Die sind mehr oder weniger unabhängig voneinander. Das sind auch Learnings, die wir aus dem Faschismus gezogen haben und dann eben in unserem Grundgesetz verankert haben. Artikel 20 unseres Grundgesetzes regelt die Gewaltenteilung. Widmen wir uns also als erstes der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt. Die Legislative, die ist für die Beratung und Verabschiedung von Gesetzen verantwortlich. Und sie kontrolliert vor allen Dingen die Exekutive, also die ausführende Gewalt und die Rechtsprechung. Die Legislative, das ist das Parlament, also die Politiker, die sagen, was gesetzt wird. Und das ist ja auch in demokratischen Vorgängen vernünftig so. Das Volk wählt die Politiker und stellvertretend für das Volk sagen die Politiker, was unsere Gesetze sein sollen oder nicht. Insofern kommen die Gesetze letzter Konsequenz auch vom Volk. Dann gibt es die Exekutive, also die ausführende Gewalt, das ist die Regierung vor allen Dingen und die öffentliche Verwaltung. Die muss dafür sorgen, dass die Gesetze auch entsprechend ausgeführt werden. Denn die besten Gesetze bringen nichts, wenn sie keiner ausführt und eben überprüft, ob die Gesetze auch entsprechend eingehalten werden. Die Exekutive kann auch eigene Verordnungen erlassen, die haben allerdings nicht den Gesetzesrang. Das heißt, sie können zwar im Rahmen der Ausführung der Gesetze regeln, wie die ausgeführt werden sollen, was man da einführen soll, aber das große Grundgesetz kann nicht von der Exekutive erlassen werden. Ganz wichtig, dass die muss nur schauen, werden die Gesetze eingehalten, muss dann meinetwegen den Polizeiapparat entsprechend kontrollieren, muss die Verwaltung entsprechend aufbauen, Ordnungsbehörden aufbauen, die alle dafür da sind, zu schauen, werden die Gesetze eingehalten oder nicht. Und natürlich gibt es die Judikative, also die Rechtsprechung. Da wirken wir Anwälte vor allen Dingen mit und die Gerichte. Und die Gerichte, die sehen eben zu, dass Recht gesprochen wird. Es gibt in Deutschland das Amtsgericht, das Landgericht, das Oberlandesgericht und dann die obersten Gerichtshöfe. Und von den obersten Gerichtshöfen gibt es in Deutschland den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht und den Bundesfinanzhof. Was diese Bundesgerichte in Deutschland sagen, das ist zwar nicht bindend für untere Gerichte, weil jeder Richter ist nur sich selbst und seinem eigenen Gewissen unterworfen, aber weil man ja immer hochwandern kann bis zum Bundesgericht, ist sichergestellt, dass wir eine Einheitlichkeit der Rechtsordnung haben. Und weil diese Säulen, Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsprechung so unabhängig voneinander sind, ist klar geregelt in Deutschland, dass kein Machtmissbrauch stattfinden kann, wie es im Dritten Reich der Fall war. Und insofern hat sich das in den letzten Jahrzehnten bewährt, dass unabhängige Machtübertragung stattgefunden hat. Und das genau nennt man die Gewaltenteilung in Deutschland. Ich hoffe, ich konnte euch unser Rechtssystem in Deutschland noch ein bisschen näher bringen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, postet die gerne in die Kommentare oder gebt dem Video hier einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.